Vielleicht kommt man nur zum Ziel, wenn man ganz groß denkt. Trotzdem, es klingt schon sehr gewagt. Weltraumtouristen sollen in einigen Jahren zu einem abgelegenen Flughafen nach Sachsen-Anhalt fahren, um von dort ins All zu fliegen. Der Flughafen, ein ehemaliger russischer Militärlandeplatz, ist eine Investitionsruine. Irgendwo im Nirgendwo, 30 Kilometer südwestlich von Magdeburg. Jetzt soll er belebt werden und Milliardär Richard Branson mit seinen geplanten Weltraumtouristikflügen Konkurrenz bekommen. Björn Heckmann über ehrgeizige Pläne. Na, wenn das kein rasanter Aufschwung Ost ist. Flugplatz Kochstedt in Sachsen-Anhalt, Startpunkt für Reisen in den Weltraum. Was hier nur in der Computeranimation abhebt, ist in den Köpfen dieser drei Herren schon ganz real. Zahlende Touristen sollen mit einem Kohlefaser-Raumschiff ins All fliegen. Für erste Tests wird aber zunächst eine Kunstflugmaschine mit Raketenantrieb aufgerüstet. Dieser Raketenmotor wird dort hinten in etwa hier angebracht, wie eine Bombe dort untergebaut. Ein Vorläufermodell der Enterprise soll schon in 1,5 Jahren seinen ersten Flug absolvieren. Anfang 2013 soll dann die endgültige Version bis zu 3 Passagiere Richtung Weltall befördern. Sie startet wie ein Flugzeug und fliegt per Raketenantrieb senkrecht in eine Höhe von 120 Kilometern. Weltraumtouristen können dort 3 Minuten Schwerelosigkeit und den Blick auf die Erde und das All genießen. Insgesamt 20 Minuten Flug für 150.000 Euro. Es wird wahrscheinlich eine besser verdienende Klientel sein, die sich initial diese Flüge leisten kann. In den nächsten 20 Jahren wird es allerdings einen starken Preisverfall geben, sodass das, was jetzt meinetwegen der Cluburlaub auf den Malediven, wird dann der Kurztrip ins All werden. Mit Weltraumreisen Geld verdienen. Davon träumen derzeit mehrere Unternehmer. Die Nachfrage ist da. Zahlungskräftige Kunden würden lieber heute als morgen fliegen. Einer dieser Anbieter ist die Firma Virgin Galactic mit ihrem Spaceship 2. Für etwa 200.000 Dollar sollen zahlende Gäste ins All fliegen. Die erste deutsche Weltraumtouristin Sonja Rode hat schon gebucht. Und nun will also auch das erste deutsche Unternehmen Reisen ins All veranstalten. Klingt ein wenig verrückt, ist aber angeblich fast normal. Es ist eigentlich nur ein Flugzeug, was sehr hoch fliegt. Es ist keine Rakete, die Satelliten in den Weltraum bringt, sondern es ist einfach ein Flugzeug, was hochfliegt und wieder zurückkommt zur Erde, wie jedes andere auch. Nur fliegt es etwas höher. Um die gut 10 Meter lange Enterprise Realität werden zu lassen, brauchen die Weltraumunternehmer aus Sachsen-Anhalt bis zu 100 Millionen Euro. Und sie suchen deshalb noch nach mutigen Investoren. Furchtlos sollten natürlich auch die ersten Passagiere sein. Denn die, so sagen die Geschäftsführer in aller Offenheit, fliegen voll auf eigenes Risiko.